Hallo Leute, da sind wir wieder mit Borderlands 3. Wir sind noch bei Dr. Benedict und wollen auf Mach die Konvergenz haben. Das ist eine Shotgun und die droppt zu 10% hier bei Dr. Benedict. Wir befinden uns gerade in einem DLC von Borderlands 3 und zwar Krieg, also Psychokrieg oder Kriegsverstand und befinden uns direkt in Benediction of Pain oder Segen des Schmerzes im Deutschen. Man spawnt hier, läuft hier so durch oder prügelt sich durch, wie auch immer. Und hier drinnen befindet sich der Boss. So, und wir werden jetzt endlich die Konvergenz kriegen. Bin ich ganz sicher. Oder ansonsten, es gibt auch hier so ein nettes Schild, das nennt sich Plus Ultra. Das hatten wir jetzt aber auch schon gekriegt, mehrfach. Und was mich auch freuen würde, wäre das Flag-Artefakt, das Penegrin. Peregrin, nicht Penegrin. So. Jetzt haben wir sein Schild schon unten. So, frösteln wir ihn mal ein bisschen ein. Ja, macht sich wieder unkaputtbar. Ey! Was war das denn jetzt gerade? Ich mag Eis. Weiß macht nicht so viel Schaden, aber er ist halt so schön eingefristet. Guck mal an, wie er sich kaum bewegen kann. Oh, was ist denn mit ihm? Okay. Jetzt aber hier. Ja. So viel Bösartigkeit habe ich noch nie gesehen. Nee. Doch, doch, da ist was gedroppt. Oder bei mir auch. Ah, ich habe das Peregrin gekriegt. Warte, und bei mir ist die Shotgun tatsächlich gefallen, warte. Ach na, Bombe. Bombe. Ja. Deep Dive, genau. Nett, nett. Sogar für mich, guck mal. Schaden durch Astralprojektion. Ja, cool. Cool. Warte mal. So, zeig mal. Ja, hat er noch einen anderen Schussmodus? Nee. Oh. Dann leg doch mal das andere raus hier, dieses Peregrin Tuck. Moment. Närrischer Tuck. Gott. Cosmic Stalker. Aber das war jetzt. Wir mussten jetzt wir haben jetzt schon ein paar Versuche hinter uns, ne? Also. Wolltest du das auch sehen, aber es ist ein Pferd. Ja, ich will nur mal, ja, wirf mal raus, ich möchte nur mal sehen. Na. Und cool. Achso, okay, ja. Aber super. Also, schön. Also Leute, ihr seht, es geht. Und ja, wie gesagt, zu 10% droppt da alle drei Sachen. Schild, Shotgun, Klassenmod. Ja, und ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen gefallen. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann könnt ihr das unten mal reinschreiben, beziehungsweise einfach mal einen Daumen hoch verpassen. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, könnt ihr auch einfach mal den Abonnieren-Button drücken. Wir machen noch regelmäßig Borderlands-Videos. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.